Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von The Legend of Bumblebumbo. Und ja, Leute, wir genießen einmal ganz kurz. Mhm. Ja? Okay. Okay, perfekt, Freunde. Okay, alles klar. Habt ihr es genossen? Ja, sehr schön. Wir starten ein neues Spiel. Ja, was beim letzten Mal schiefgelaufen ist, ist einiges schiefgelaufen. Ich setze nicht immer alles ein, was so gut ist, und ich mache viele Fehler, aber wir müssen den Weird machen, weil wir wollen auf jeden Fall noch Bamboo, den Toten, irgendwie freispielen. Und, tja, das geht nur, wenn wir mit dem Weird eine komplette Session schaffen. Das ist allerdings, stellt sich das oft als sehr schwierig heraus. Man weiß ja auch nie, was kriegt man genau, was sind die Upgrades, was wird passieren, ja, das weiß man alles nicht so. Das kann alles aus dem Nichts kommen. Und dann vernichtet es einen. Okay, alles klar. Ich habe mal ganz kurz, ich musste ganz kurz einen Brummtest machen. Okay, hier kann ich wieder mehr adden. Hier kann ich mehr adden. Hier habe ich aber nur diesen einen Zug. Da hätte ich eins und da hätte ich zwei. Also machen wir das hier. Dann haben wir ja schon mal ein Spell ready. Und ich brauche Zähne und ich brauche Knochen. Ich sehe hier gerade viele Zähne und viele Knochen. Aber ich würde sagen, dann machen wir halt noch ein paar Knochen mehr. Ja, hier kann ich mir noch ein paar Bones holen. Das ist gut. Dann schmeiße ich das dem erstmal ins Gesicht. So, ne? Das hat er nämlich jetzt davon. Und dann setze ich mir den Zahn hier oben hin, damit ich da gleich... Oh. Jetzt mache ich... Ja, der Zahn macht einen harten Damage halt, ne? Ja, keine Ahnung. Schmeiße ich da rein. Ah, okay, aber wenn ich Leute zerstöre, gibt das natürlich einen Move. Hier ist jetzt der Spell ready. Ich könnte welche... aber ich habe noch zwei Moves. Ich mache das nämlich jetzt so und so. Dann werfe ich ihm den nämlich hier, Bob, sein Vögelchen ab. Dann machen wir das hier, nehmen die hier. Die machen nämlich dann genug Schaden, um den zu zerstören. Da kriegen wir wieder einen Move. Und, ja, keine Ahnung. Mache ich mir halt hier noch ein bisschen Popokaka. Aber ist ja, der fliegt wahrscheinlich jetzt eh in die Mitte oder so. Vielleicht kann ich mir hier auch einfach noch ein bisschen mehr davon holen und ein paar Knochen mehr und kann dann... ich habe nur einen Move. Ja, boah. Ich kann mir das jetzt hier hinschieben. Ja, und dann mache ich den im nächsten Zug einfach kaputt und dann haben wir das schon. Dann haben wir das schon. So, die erste Runde ist jetzt nicht gerade die Königsdisziplin, ne? Wenn man da locker und easy bleibt... Dann kriegt man das schon hin. Oh, Leute, ich habe hier so einen chinesischen Sichuan-Tee. Oh. Es ist halt, wie es ist, ne? Stimme im Eimer, Schnupfen, alles. Die Zeit ist wieder perfekt. Unprime one random enemy. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Nehme das mal. Nehmen wir das mal und schauen einfach, wie sich das auf unsere Strategie auswirkt. So, jetzt hier kriege ich ja dann eh noch einen Zug dazu, ne, wenn ich den kaputt mache. Einen Zug haben wir noch, einen Zug haben wir noch, dann können wir doch mal hier... Achso, ich dachte, der schmeißt es auf den Vogel da oben. So, okay, okay. Also hier in der Mitte nicht mehr so viele Sachen schmeißen am besten. ja. Dann würde ich sagen, haben wir das hier und das hier. Dann kann ich mir hier so ein Zähnchen... Warte mal, aber jetzt treffe ich erst den Fliegenden, ne? Ja, okay, okay, sehr gut. Mist. Aber jetzt gerade greift ja niemand an. Das heißt, ich kann ja auch erstmal warten... Aha, jetzt hat er sich da ein Kakalakak rausgemacht. Okay, verstehe. Egal, wir holen uns das hier. Drei Züge. Hier unten habe ich zum Beispiel nichts davon und nichts davon. Also, dann schiebe ich das mal hier rüber und das da rüber. Und setze mir hier einen Safe und setze mir... Das will ich nämlich alles noch gar nicht so haben. Aber ich will mehr Knochen. Ah, jetzt hätte ich den Zug natürlich noch gebrauchen können. Den bewahre ich mir lieber noch auf.
Okay, okay. Die wollen es nämlich jetzt wissen. Die wollen es nämlich jetzt wissen. Dafür kriegt der jetzt erstmal hier einen rein. Und ich habe noch einen Move. So, dadurch kriege ich noch mehr Moves. Und wir adden noch mehr hiervon. Dann kriege ich nämlich hier noch eine Knochenreihe zusammen. Das ist gut. Dann schmeißen wir das in sein Gesicht. So, den da hinten will ich jetzt gar nicht angreifen. Obwohl, pass mal auf. So, jetzt habe ich genug Save Points hier. Da, dann machen wir die Zähne. Das sind einige. Sehr schön. Sehr schön. Hätte ich gar nicht mehr den Zusatzhaufen gebraucht, aber was soll's, Leute, ne? Ich meine, wir haben es ja drauf, also ist es alles kein Problem für uns. Okay, Häufchen kann ich hier machen. Den da hoch bringt jetzt nichts. Dann da bringt mir auch nichts. Dann bauen wir uns erstmal hier einen kleinen Pansen auf. Ja, einfach mal in die Mitte. Okay, okay. Pass mal auf, ich fahre das Ding hier runter und das hier hoch. Da bekomme ich nämlich schon mal Kram dazu. So, dann machen wir uns mal ein paar grüne mehr. Ich habe noch zwei Züge. Dann ziehe ich den hier runter und den hier runter. Schmeiß den da hin, dann greift der schon mal nicht an. So, der wird geunprimed. Oh shit, aber der hat trotzdem angegriffen. Okay, wir sind in einer sehr beschissenen Situation. Sehr beschissene Situation. Da kann ich nichts machen. Hier könnte ich mit zwei Zügen den nochmal... Boah, ja, das ist alles, was ich gerade irgendwie großartig erledigen kann. Ne? Nee, pass mal auf, da kriege ich noch eine Reihe Bones zusammen. Ich schmeiße das Ding. Das Ding schmeiße ich hier in die Mitte. Den Knochen schmeiße ich hier. Dann bekomme ich nämlich noch einen Move. So, dann packen wir hier noch ein paar Zähnchen zusammen. Ja doch, pass mal auf. Dann mache ich den weg, kriege ich noch einen Move. Cool. Dann mache ich die Haufen weg, kriege dafür ein ordentliches Puzzleteil. Das werfe ich dahin. Jetzt habe ich noch einen Move ready und habe theoretisch noch so ein Unprime-Ding übrig. Kann aber jetzt hier einfach rübergehen. Zack. Oh, Gott sei Dank, ey, nur ein halbes Herz verloren. Ah, Szenenwechsel immer gut. Oh, das ist gut. Mana rerollen will ich nicht, ne. Dann lieber das hier, das Rasiermesser. Oh nein, Alter. Mit seinen slippery Augen. Das ist der beschissenste Endboss von allen. Der hat super viel Energie. Den finde ich einfach voll blöd. Aber ich sammle mir das hier schon mal. Ja, keine Ahnung. Schmeißt es auf den hier und schmeißt es auf den hier. Unprime Random Enemy haben wir eh nicht. Will ja gerade niemand angreifen. So, Häufchen in die Mitte. Dann hole ich mir hier nochmal einen Move. Was macht der? Nur Mana Gain? Ach so. Okay, verstehe. Ich bekomme dafür aber auch verfluchte Dinger. Dann mache ich erstmal das hier und werfe das in die Mitte. Damit ich da Platz habe. Dann adden wir einfach mal noch mehr Bones. Unprime brauche ich auch noch nicht. Und Mana Gain, dann brauche ich jetzt auch noch nicht. So, jetzt werfe ich erstmal hier ein paar Knochen auf die Leute. Der muss weg. Den kann ich in die Mitte schmeißen. Ja, eigentlich... Kann ich das machen? Dann mache ich die Knochen weg. Dann machen wir nämlich 5 Schaden. 5 Schaden ist auf jeden Fall mega gut. Oh, ich kann noch mehr removen. Pass mal auf, dann machen wir die auch noch weg. Kriegen wir nämlich nochmal 5. So. Dann würde ich sagen... Ah, guck mal hier.
Kriege ich das noch zusammen? Dann mehr Zähne. Mehr Zähne. Dann habe ich ja den Move hier eigentlich auch noch gut. Schmeißt den in sein Gesicht. So. Aber das ist natürlich Random Enemy. Okay, Glück gehabt, dass er genau den gewählt hat, den ich wollte. Und End Turn. Okay, so. Und der hat jetzt nur noch 3 HP. Der hat nur noch 3 HP, Leute. Das muss doch irgendwie machbar sein, dass jetzt hier... zu machen. Nur noch einen Move. Nur noch einen Move. Da kann ich nichts machen gerade. Hier auch nichts. So, jetzt habe ich natürlich noch so eine Fluchkacke hier, aber was soll's. So, der ist schon mal unprimed. Okay, der hat nur gecursed. Schmeißen wir auf ihn. Und den schmeißen wir auf ihn. Einen Move habe ich noch. Einen Move habe ich noch. Kann ich den auf jeden Fall schon mal anprimern. So. Schauen wir mal. Nehmen wir erstmal das Gerät hier. Und adden uns noch ein paar Knochen. Ah, 10 habe ich genug, ne? Ich brauche wirklich nur noch Knochen, dann hätte ich nämlich... Okay, okay. Kriegen wir down. Den schmeißen wir dahin. Dann müsste der Spell ready sein. Nehme ich seine verfluchten Dinger hier. Jawoll! So sieht's aus. Oh, 20 Coins nur, Alter. Bone Deal plus 1 Damage. Das ist eigentlich gut. May gain movement. Ich würde sagen, Knochen-Damage-Bonus, oder? So, das Status-Wheel. Ich drehe das immer, Leute. Status-Wheel ist Pflicht. Okay, Spell-Damage ist weiter oben jetzt. Naja, okay. Hier. Was kostet das Herz? 1, oder was? Ich will das Herz. Warum kann ich das nicht nehmen? Warum kann ich das Herz nicht nehmen? Es kostet ein 5er. Hier, das Herz kostet nur 1. Warum kann ich das nicht nehmen? Warum? Es geht nicht. Keine Ahnung. Hä? Muss ich erst auf die Box klicken? Nee, auch nicht. Wenn ich ihn anklicke, zeigt er nur hier rüber. Also ich kann hier kein zusätzliches Herz kaufen. Vielleicht hat der irgendwas. Mamas Foto. Links. Oh, Geld. 6 Coins. So, kann ich davon jetzt was kaufen hier? Nö, immer noch nicht. Okay, dann muss ich hier auf mein Glück hoffen. Wenigstens noch so ein Soul Heart oder sowas. Rauszuzwacken. Komm, nimm mal die Mitte. Ja, okay. Keine Ahnung. Wir haben nur noch ein Herz, Leute. Oh Gott. Okay, es wird wieder eine grausame Runde sein. Oh, und dann sind das auch noch so viele. Oh Gott.
Okay, schauen wir mal, was wir rausholen können. Wahrscheinlich nicht so viel. Ein Move noch. Ein Move noch. Wo kriege ich was zusammen? Hier kriege ich nichts zusammen. Ja, hier auch nicht. Okay, dann schiebe ich den da rüber. Dann habe ich nämlich wenigstens... Oh, shit. Okay. Okay. Pass mal auf. Dann nehme ich das hier. Dadurch kriege ich noch einen Move. Dann nehme ich... Oh, shit, Alter. Nehme ich den hier und setze den, weiß ich nicht, in die Mitte. Ja, dann mache ich das noch. Schmeiß das hier hin. So, mehr Zähne. Unprime. Okay, okay, ich verstehe. Okay, remove. Vier Stück kriege ich zwei Damage für. Das reicht für den hier. Dann bekomme ich noch einen Move. Dann bekomme ich noch einen Move, der mir leider überhaupt gar nicht so viel bringt in der Situation, in der ich mich gerade befinde. Das heißt, der wird auf jeden Fall angreifen. Das wird er tun. Ja, das wird er tun. Okay, ich schiebe das hier rüber. Okay, haben wir das auf jeden Fall schon mal so gut es geht irgendwie verhindert. Dann holen wir uns erstmal hier. Dann holen wir uns erstmal hier. So, dann kriegt der von mir das. Noch mehr Zähne. Wir brauchen mehr Zähne. Okay, ich habe noch diesen einen... Diesen einen Move. Das hier. Ein Dreierzahn. Den könnte ich kaputt machen, aber der ist jetzt schon... beschleimt. So, dann erstmal... unprime ich ein random enemy. Okay, das ist schon mal ganz gut. Und wir schmeißen Häufchen. So, kriegen wir noch einen Move. Das ist gut. Dann hier Zähne. Oh, jetzt sind die alle. Ey, warum? Warum wollen die jetzt alle angreifen? Das ist so ätzend. Okay, wir haben hier die Bones. Dann schmeißen wir die Bones erstmal dahin. Kriegen wir noch einen Move. So, dann haben wir Zähne. Die machen aber nur einen Damage. Aber das ist nicht so schlimm, weil dann geht der nach oben und ist auch schon mal unprimed sozusagen. So. Wir haben immer noch einen Move. Wir haben immer noch einen Move. Ich sammle noch mehr Zähne. Macht auch nur einen Schaden. So, warte mal. Ich könnte Sachen removen. Danach sieht aber mein Spielbrett natürlich wieder neu aus, ne? Pass auf, dann nehme ich die Zähne raus. Kann jetzt drei Schaden machen. Dann mache ich den kaputt. Da kriege ich nämlich noch einen Move. So, mit dem Move mache ich hier einen Knochen und werfe den darüber. Dann kriege ich noch einen Move. Ha. So, kriege ich noch einen Move. Dann mache ich das hier. Da kriege ich nämlich noch einen Move. Add more. Pass mal, wir machen mehr Knochen rein und removen aber die Knochen gleichzeitig wieder. Dann müsste das an Schaden locker reichen. Um dem hier noch einen zu verbraten. So, und dann sammeln wir noch ein bisschen Mana. Und sammeln hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Und ja, gut, kann ich jetzt eh nur hier in die Gegend schmeißen. Unprime brauche ich alles nicht. Also ich kann noch einen Move machen. Mache ich hier noch einen Move. Dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
und können jetzt hier ganz entspannt den Turn beenden, weil der muss jetzt erstmal runterkommen. Genau. Und dann gebe ich ihm hier, machen wir die Grünen alle weg. Ach du meine Güte, Leute, das ist ja... Zack. Puh, okay. Blocks next attack plus attacks. Hits all front row enemies. Ich nehme mal den braunen Gürtel. Ich nehme mal den braunen Gürtel. Okay, dann das hier rüber und das dahin. Ganz klassisch. Dann mehr Zähne fürs Volk. Dieses Aggro-Zeichen heißt, der greift automatisch an, wenn er in der ersten Reihe ist, ne? Der ist quasi immer geprimed. Oder? Glaube schon. Aber warum ist das denn jetzt hier so blöd? Das ist der einzige, den ich hier in der Mitte habe, ne? Ja. So, wir können Mana gainen, aber auch Flüche. So, kriegt der schon mal hier. Bam. So, kriege ich noch einen Move? Kriege ich noch einen Move? Das heißt, ich kann hier noch ein bisschen was Knöchelmäßiges am Start bringen. Und hier diesen Arschwurm aus der Ecke. Mal auf, dann nehme ich doch die ganzen Grünen hier und schmeiß sie dem Sacklord hier auch noch mal ins Gesicht. Kriege ich nämlich noch einen Move dazu. So sieht es nämlich aus. Zack, zack, noch einen Move bekommen und einen Zahn zum Werfen. Ja, der muss ja dann auf ihn hier. More Bones, würde ich sagen. Weil Bones geben ja jetzt doppelt Schaden, glaube ich. Ne? Das heißt, wir können dem hier unseren Boner ins Gesicht werfen. Der ist ja nämlich tot. So, der Spell hier ist auch ready. 2, 4, okay, das reicht. Nehmen wir die Haufen. Machen den hier noch kaputt. Kriege ich noch einen Move. Jetzt haben wir schon wieder 2 Moves. Das heißt, ich kann hier auch noch mal ein bisschen grünes Mana sammeln. Keine Ahnung, schmeißt das dem hier ins Gesicht. Schmeißt das dem hier ins Gesicht. So, jetzt können wir auf jeden Fall notfalls schon mal unpriming, wenn jetzt einer aggressiv wird, ne? Ansonsten nehmen wir uns das Ding hier. Und adden am besten noch mehr Bounce. So, der kriegt auf jeden Fall den Bone. Dann kriege ich nämlich noch einen Zug dazu. 2 Schaden machen die Bones, ne? Okay, okay. Dann kriegt er auf jeden Fall einen Wurf ins Gesicht. Unprime brauchen wir ihn auch nicht. Blocken brauche ich auch noch nicht. So, naja gut. Dann kriegt er jetzt hier sein Zähnchen. Zack, zack. Schleimi, aber egal. Bam! Okay, sehr gut, Leute. Sehr gut. Okay, der Raum sieht jetzt in erster Linie gar nicht so dramatisch aus. Der hat hier so ein komisches Symbol auf dem Kopf, was auch immer das bedeuten soll. Finden wir jetzt raus. Ich werfe ihm einfach mal einen Zahn ins Gesicht. Ah, okay. Der zieht sich zurück. Verstehe, verstehe. Der will gleich angreifen. Okay, okay. Dann holen wir uns erstmal das Gerät hier. Und werfen das dem hier ins Gesicht, damit der schon mal nicht angreifen kann. Dem werfen das auch ins Gesicht, dann geht er nämlich schon mal nach oben. Ein Move haben wir noch. Unprime brauche ich jetzt nicht. Okay, pass mal auf, dann schiebe ich mir das hier erstmal ganz elegant dahin. Beende den Turn, der kann nichts machen. Der war eben bodenfest. Okay, der will mich immer noch angreifen hier. Machen wir das nämlich weg. Dann gibt es hier nämlich noch eine Reihe Kaka. Oh, sehr gut. Mal auf, die Kaka legen wir mal vorsichtshalber dahin. Das Ding schmeißen wir hier oben hin. Haben wir das erstmal. Ach du meine Güte, guck mal hier. Da kann ich ja jetzt erstmal hier noch Bones holen. Dann mache ich den doch direkt kaputt. Ach, der macht wieder keinen Schaden, wenn der da unten drin ist, ne?
Macht der jetzt Schaden, wenn ich dem jetzt, weil jetzt kriege ich noch eine Reihe Kacker hier unten fertig. Okay, da treffe ich nicht mehr. Verstehe, verstehe. Ja, keine Ahnung. Schmeiße ich das halt hier hin? Kriege ich noch einen Move? Ach so, das war das andere Ende von ihm, oder was? Ah, verstehe. Okay, und dann legen wir hier noch einen Haufen in die Mitte. Ich habe ja nur noch 3 Moves, also... Ich kann auf jeden Fall ein bisschen Mana sammeln jetzt, wenn ich Bock hätte. Jede Menge. Bisschen gelben Mana noch sammeln hier. 3 Moves habe ich noch. Oh, dann mache ich das hier so, dann mache ich das so, dann mache ich das hier nach oben. Bekomme ich noch mehr vom gelben Saft, den ich gebrauchen kann. So. Add more bones. Add more bones. Ach, ich hätte Zähne machen können, hätte ich mehr Schaden gemacht. Naja, okay. Einen Zug habe ich auch noch. Ja, die Knochen, jetzt brauche ich die Knochen aber noch nicht. Schiebe ich das erstmal einfach so hin. Ich habe so viele Spells, aber ich brauche niemanden unprime. Ich brauche keinen Mana. Ich brauche die Next Attack nicht blocken. Also warten wir erstmal, bis die hier wieder runterkommen. Ich denke, die werden da jetzt spitz drauf sein, mich hier irgendwie anzugreifen. Aber ich habe 2 Züge. Könnte ich hier... Wenn ich das jetzt runterziehe... Nee, geht auch nicht. Dann nehme ich nur erstmal den einen. Schmeiß den auf den hier. Weil hier sind wir eh safe. Hier sind wir eh safe. Ja. Nehmen wir noch ein paar Grüne. Schmeiß ich in sein Gesicht. So, fertig. End turn. Der ist jetzt unten. Das heißt, der braucht nur einen Knochen, um vernichtet zu werden. Den haben wir auch hier. Kein Problem. Kriegen wir noch einen Move dazu. Hm, die Zähne jetzt zu nehmen, wäre nicht so schlau. Schiebe ich das mal einfach hier hoch. Und schiebe das einfach mal... Ne, das lasse ich so. Obwohl, dann kann ich das hier später hochschieben. Ja, machen wir es so. Beenden wir den Turn. Immer auf. Und jetzt nehme ich mir einfach das Gerät hier, nehme mir die ganzen Haufen, die hier rumliegen und schmeiße ihm das in sein Gesicht. So. Ah, Mann, ey, der hat sie aber auch. Der hat sie auch angestellt, ne? 3 White Tiles. Boah, nehmen wir mit die Rainbow Flag, oder? Oh, Bamboo gegen Shy Girl, das ist natürlich... Oh, 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 oh. Das ist natürlich Knapperino. Ganz böse. Hier brauche ich viele Sachen zum Werfen. Zähne, Knochen. Ja, Verteidigung brauchen wir eigentlich auch, ne? Nehmen wir mal Knochen und schmeißen die erstmal in die Mitte. Ist der verflucht? Bekomme aber... Okay, okay, okay. Es ist nicht so schlimm, weil die Fluchtiles kann ich ja dann eh verbrauchen, sage ich jetzt mal einfach. Okay, machen wir das hier. Und dann adde ich more... More Haufen werden geaddet, Leute. Ja, ich könnte halt gar Mana gainen, aber das ist erst eine gute Methode. Ja, so. Bringt mir jetzt gerade noch nichts. So, was? Verstehe nicht, was ist passiert? Ich würde gerne möglichst viel Schaden an ihm vornehmen. Egal, ich nehme hier die Fluchdinger. Und werf das schon mal in sein Gesicht. Hat er schon mal einen Happen abbekommen. Einen Zug habe ich noch. Einen Move noch. Einen Move noch. Einen Move noch. Okay, pass auf, dann lege ich das da unten hin. Die gehen jetzt zurück. Oh nein. Und der wird direkt aggressiv und greift an. Du kannst gar nichts machen. Das ist doch super unfair. So, hier schützen.
Da in sein Gesicht. Okay, das ist der... Das ist der Böse. Das ist der Böse. Spell ready. In sein böses Gesicht. So, oh, jetzt noch zwei Knochen zusammenkriegen. Wäre hammergut, ne? Machen wir noch mehr davon. Okay, okay, das ist... Was? Oh nein! Oh! Oh, das wäre der Move gewesen und dann mache ich diese Fluchdinger auch noch ready und dann fallen die zusammen und ich krieg den Schaden. So ein Kack. Leute, da sind wir wieder raus. Naja, gut. Man muss auch verlieren können, um sich auf den Sieg vorzubereiten, Freunde. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, natürlich in der nächsten Episode wieder. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal reingehauen und ciao.